Hallo Freunde und willkommen zurück beim Minecraft Hardcore Experiment beziehungsweise bei der Minecraft Hardcore Session. In der letzten Folge haben wir schon ein bisschen was vom Haus gesehen. Ist jetzt Nacht oder wird gerade Tag? Da geht der Mond gerade auf, also wird es Nacht. Wir werden heute schon mal ein bisschen darüber ziehen. Ich habe auch schon Dias jetzt gefunden. Und das hier wird wahrscheinlich meine Höhle bleiben, wo ich graben gehe. Ich bin dann noch runter bis zur Ebene 59, also minus 59, war mir dann doch lieber. So, ich nehme mir mit ein Öfelchen. Und ja, mehr brauche ich eigentlich derzeit gar nicht. Ich habe übrigens Fichte gefunden. Da hinten fängt ein Dingensbiom an, ein Birkenbiom, und nach einem Birkenbiom kommt immer ein Fichtenbiom. Da kannst du dir die Kompassnadel nachrichten. Das ist fix in Stein gemeißelt, dass das so ist. Und so war es auch. Deswegen steht jetzt hier Birke. Und 15 Mimamanten habe ich schon. Das Wort war beabsichtigt. So, ich mache mir hier jetzt mal eine Truhe außerhalb. Geht sich nicht ganz aus. Das berühmte Etwas, damit ich hier ein bisschen was ablegen kann von dem Zeug, das ich vielleicht gerade nicht brauche. Wie das zum Beispiel. Nee, aber innen drin will ich dann Ordnung schaffen. Ja, Asinos, ich will Ordnung schaffen. Tatsächlich, ich bekenne mich zur Ordnung. So. Da können wir mal den Stein ablegen. Und die derweil Öfen brauche ich drinnen eine Menge, und jetzt muss ich auch kurz was umändern, denn das ist doch wirklich kacke. Weiß nicht, was ich mir da gedacht habe mit diesen Fenstern hier. Wo ich nicht mal rausschauen kann. Weil heute kann ich dann endlich auch die Fenster reinmachen, und wenn die Fenster dann drin sind, ist der erste Stock abgeschlossen und ich kann tatsächlich da drin auch wohnen, sobald ich dann Treppen hier habe. So, wir machen uns jetzt erstmal Glasscheiben, damit ich das zu Ende bringen kann. Vorher muss ich was mampfen. So. Glasi. Wo ist mein Glas? Ich weiß, dass ich Glas hatte. Habe ich das jetzt wieder im Ofen gelassen? Ach Gott! Naja, es ist ja nicht weit weg. Und ich muss mir sowieso hier die Fichte abbauen, damit ich dann noch Treppen machen kann. Tatsächlich, ich habe es da drin hocken lassen. Wenn ich aber gerade dabei bin, da sind 4. Ich habe tatsächlich nicht mehr Bruchstein. Okay. Nee, da, schau. Er kann derweil wieder backen. Zack. Und in die nicht volle Truhe, habe ich irgendwo eine, wollte ich die da backen, damit ich eine gute Übersicht habe, wie viele vom Zuckerrohr ich habe. So, habe ich jetzt eine Axt? Ich habe keine Axt. Will ich mir jetzt schon... Ja, komm. Diamanten sind alles andere als selten geworden, also... Ich spiele so lange jetzt noch in der 1.19, so lange bis die Schäder aktiv sind, erst dann wechselte ich auf die Zuckerrose 1.20. Das wird meinen Server wieder gefallen, da sind dann wieder alle NPCs weg, da kann ich wieder alles neu machen. Hurra! Die ganzen NPCs wieder neu machen, die Quests wieder neu schreiben. Ui, 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 ui.
So. Gut, dass gleich so viele Sets angekommen. Das ist sehr, sehr gut. Das war nämlich meine Befürchtung, dass ich zu wenige Setzlinge habe. Aber das läuft ganz gut. So. So geht wenigstens ein bisschen was weiter mit den Diamant-Tools. Schön. Immer her mit Setzlingen, immer her mit Setzlingen. So, 11, ui. Gleich ein paar Sätzen hier. Da kommen sicher noch mehr, oder? Das sehe ich ja doch. So, mein Korinnes-Bau auf dem Server geht auch voran. Ich habe jetzt mal alle Gebäude vom Hafen angezeichnet, wo sie hin sollen. Hat ganz gut geklappt. Das Einzige, was ich ein bisschen größer machen musste noch, dass es von der Optik halbwegs passt, war das Warenhaus, wo das Krautpaket versteckt ist im Spiel. Da werde ich mir noch was überlegen, ob ich da ein paar so Elemente mit reinbaue. Die NPCs werden auf jeden Fall die Namen kriegen von den Protagonisten aus dem Spiel. Also zum Beispiel Bosbar, der Bogner, bei denen gibt es dann Bogenquests und. Da ich vorhabe, den Server auch vielleicht, wenn ich sogar alleine ankomme und alleine spiele, eine Weile laufen zu lassen, weil ich einen Server haben will, wo ich schön bauen kann, werden mir da noch einige Projekte wahrscheinlich einfallen. Und jetzt habe ich den weißen Beton da liegen lassen. Den hätte ich nämlich auch mitnehmen können. Voll vorbereitet in die Folge. Ah, da sind noch Setzlinge. Sehr fein. Habe sogar ein paar Blöcke vergessen. Ui. Schande über mein Haupt. Oh, komm. Bauen wir auch noch an. Zack, zack, zack. Durchfüttern werden wir wahrscheinlich auch schon wieder können. Na klar doch. Und je öfter ich das machen kann, desto mehr Kühe werden es. Und irgendwann dann beginnt das große Kuhsterben. So. Den Beton wollte ich holen. Wo ist er? Ich weiß, dass ich noch Beton habe. Weiß ich doch. So. Zurück. Und jetzt machen wir aber was. So. Hier ist so. Sehr schön. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Ich weiß schon, beim Originalbau ist mir das auch ständig passiert. Das weiß ich noch. Da ich nicht immer so viel Zeit habe im Moment, geht es oftmals gar nicht, dass ich Offcam ein bisschen spiele. Nebenbei muss ich mich ja auch um den Server kümmern. Jetzt stockt das Ganze ein bisschen. Normalerweise so ein Bau lädt sich in 2 Stunden hin. Jetzt geht es natürlich nicht so rapide. Vor allem, ich weiß sogar, was ich bauen muss. Ja, da ist es ja noch leichter. Bei vielen meiner Bauten weiß ich am Anfang noch gar nicht, was ich baue. Ich baue es einfach. So.
Ich weiß nicht, ob das eine Fähigkeit ist, ob das irgendwie einzigartig ist, aber ich weiß tatsächlich oft nicht, was ich baue, bis ich fertig bin. Und während ich anfange, kommen dann die Ideen, was ich machen kann. So ist eigentlich auch die Bibliothek entstanden. Ich wollte einfach mal ein Gebäude bauen, wo ich die Villager drin habe für die Berufe. Und ich wollte nicht immer, es gibt ja diese von der Stange Videos über so kleine Bauten für Villager, aber klein, ich weiß nicht, ja, ich habe jetzt dieses Tutorial gebracht von diesem kleinen Starterhaus. Ja, das hat mir zwar gefallen, aber ich habe 7 verschiedene Varianten vorher gebaut, also eigentlich auch nicht in 5 Minuten gemacht gewesen. Das war so eine kleine Challenge an mich selber, ob ich sowas Kleines überhaupt noch schaffe, weil ich mich immer sofort auf große Sachen spezialisiere. Also so 5x5 Bauten, das ist für mich sogar schwierig. Weil ich es einfach groß gewohnt bin. So, jetzt muss ich aber schnell zurück, ansonsten habe ich ein Problem. Andererseits könnten dann vielleicht sogar noch Skelette auftauchen, die mir wieder Knochen geben. Ich brauche für den oberen Bereich dann auch noch Beton. Diese Folge nehme ich jetzt sogar verhältnismäßig am Tag auf. Meine Kinder sind bei der Feuerwehr alle. Sie sind alle in die Kinderfeuerwehr eingetreten, was mich persönlich auch sehr stolz macht. Ich sollte eigentlich heute mithelfen, aber weil sie Zielen fahren wollten, aber weil es so geregnet hat, mussten sie sich was anderes überlegen. Jetzt ist Zielen fahren nichts geworden. Ist übrigens eine Feuerwehr, bei der ich gar nicht dabei bin. So ganz nebenbei, wo ich engagiert wurde zum Mithelfen. Aber ja, jetzt ist es doch anders gekommen. Jetzt überlegen sie sich was anderes. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil so können meine Kinder, die jetzt eingetreten sind, die anderen Kinder, die da schon länger vielleicht dabei sind, kennenlernen. Oh, da habe ich mein Skelett, aber nicht da, wo ich es haben will. Hockt in meinem Wohnzimmer, 2 sogar. Geht ihr da weg? Au. Du zündest mir hier nichts an. So weit kommt's noch. Ah, ich muss dann gleich Fackeln machen. Das muss ich gleich unterbinden. Nicht, dass ich während dem Einrichten oder so dann Mobs von habe und ich gehe. Gut. So, wir brauchen jetzt erstmal. Ich muss mal die ganzen Stöcke hier ablegen. Wir brauchen nämlich Treppen und so kann ich, wenn das Inventar vollgeknallt ist, kann ich keine Treppen machen. Hier unten noch. Den Rest gleich für oben. Werde ich sicher noch mehr brauchen, aber für den Anfang tut's das mal. So, jetzt kann ich auch raufgehen hier. Perfekto. Na, noch nicht ganz. Ich muss da hinten noch Treppen reinfrimmeln, dann sind es eh zu wenige. Aber egal. Für den Anfang jetzt ist es egal. So, hier kann man auch schon ein bisschen rauf. Ein bisschen aber nur. So, wir müssen hier 5 rüber und dann durchziehen die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, perfekt ausgelegt. So. Sodala. Geht dahin. Ja, da kommen die Survival Building Skills vor. Gewusst wie.
Nee, es gibt nichts Geileres, als solche Bauten in Survival zu machen, wenn man wirklich jeden einzelnen Block gefarmt hat und dann, wenn man fertig ist, sagen kann, da ist Zeit reingelaufen, Leute. Aber das macht Spaß. Das sieht jeder natürlich ein bisschen anders. Der andere baut lieber in Creative, damit er seiner Kreativität freien Lauf lassen kann und nicht Zeit mit Farmen verschwenden muss. Der andere macht halt wieder so. So. Ich könnte eigentlich jetzt schon die Dingens mit reinnehmen. Die Crafting Box. Würde ich mir leichter tun. Machen wir mal 10. Zack. Mal wieder 60. Und meine Axt. So. Ich brauche sowieso mehr Treppen, weil wir müssen dann nach außen gehen. Mit dem nächsten Stock. So. Wir machen oben fertig. Hopp, das war einer zu viel. So, der erste Stock ist fertig. Zumindest auf einer Seite. Zack. Dann gehen wir gleich mal zurück und holen. Fackeln, weil ansonsten habe ich wirklich das, was ich befürchte. Wenn ich da einen Creeper drin habe und der macht Boom, dann werde ich ein bisschen traurig, nämlich. Creeper-Schaden ist ja hier nicht aus. Oder? Kann ich eigentlich schon wieder durchfüttern? War jetzt Nacht? Ich weiß das jetzt gar nicht. Jo. Ich werde dann auf jeden Fall off-cam noch eine Fischfarm bauen, damit ich da mal ein paar Dingens durchlassen kann, ein paar Angeln und Erfahrungspunkte sammeln kann, weil die 30 hätte ich jetzt dann schon langsam mal gerne, weil verzaubern wäre schon ein Thema. Da habe ich natürlich keine Sticks, die habe ich alle abgelegt. Brauche jetzt nicht unbedingt viele Fackeln, es genügen ein paar. Oh, jetzt habe ich auch schon genug Fichtenbäume hier. Sehr schön. Die ganze Fläche, da werde ich mir mit Bäumen zupflastern. Da könnt ihr euch sicher sein. Und hier werde ich mir dann ein kleines Villager-Lager überlegen. Einen kleinen Breeder. Da hatte ich sogar zwei Knochen. So, Fackeln. So. Hier jeweils eine. Wer hat auch gelacht? Mobs brauchen wir hier drin nicht. Nee, nee. So, hier auch noch welche. Das sollte eigentlich dann schon genügen. Vielleicht hier noch. Dann sollte aber Schluss sein. Das können wir jetzt auch schon austauschen. Gegen Normalo. Gegen schönes Holz.
Ich denke mal, da machen wir uns Eiche hin und schälen die, also entrindeter Eichenstamm. Komm mal her da. So, da. Wir fangen hier an. A Tradition, einen nach hinten. Das war, glaube ich, schon einer zu viel. So. Oh, so nicht. So nicht, mein Freund. Hier müssen wir einen hoch. Dann hier. Dann hier zwei. Hoppala. Da bin ich einen zu weit. Da. Oh ne. Hat eh noch einer gefehlt. Oder sind wir gleich oben? Sehr fein. Damit hätten wir angeschlossen hier. So, der nächste. Das hat schon wieder ganz schön Material gefressen, muss ich sagen. Noch einer bis hierhin. Ja. Ach nö. Das kann ich jetzt gar nicht brauchen. So. Und somit wäre auch diese Treppe fertig. Ich hätte mein Bett schon mitnehmen sollen. Der Fehler passiert mir aber kein zweites Mal. Das nehmen wir jetzt gleich. Nehmen wir jetzt gleich mit. So. So, Bettchen, komm mit. Ja, ja, sterbt nur. Hinterlasst mir Knochen. Seid so gut. Sehr brav. Danke. Oh oh. Vielleicht sollte ich mir einen Spezialeingang machen. Nur für mich. So, die sind weg. Gibt's noch mal Knochen ordentlich, danke.
So. Kein Mobspawn hier? Weil hier ist eine dunkle Ecke. Die müssen wir noch ausleuchten. So. Jetzt ist das auch fertig. Das habe ich jetzt aus dem Kopf. Das stört mich schon die ganze Zeit. Und jetzt mach dich nackig. Ja, läuft, 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 läuft. Bis nach oben, so, läuft. Zack, fertig, fertig. So, als nächstes bauen wir die beiden hier auf. Irgendwo derweil, bis ich entschieden habe, wo ich mich da einrichte. Aber ich stelle jetzt mal das Bett, das wird da so in die Nische reinkommen. Aber fürs Erste reicht es hier. Weil direkt am Fenster ist natürlich kacke, wenn da draußen irgendwas herumläuft, dann habe ich sofort wieder... Du kannst jetzt nicht schaffen, es sind Monster in der Nähe. Ui. Das ist wirklich ein Feature, das hätten sie entfernen können. Da wäre ich überhaupt nicht böse gewesen. So, und vor lauter Quatschen habe ich jetzt wieder vergessen, dass ich ja was machen muss. So. Mit etwas Glück reicht das jetzt sogar. Ah, wahrscheinlich nicht. Ah doch, das reicht. Aber locker. Sind ja nur noch die drei hier. 3, 4, 5. Und jetzt weiß ich auch, dass ich die da wegnehmen kann. Das war eine zu viel. Dachte schon, ich habe mich schon wieder mal verbaut. Das wäre ja nicht das erste Mal. Auf Tantoria hatte ich mal das Problem bei den Statuen vor meiner Burg, dass ich dann dahinter kam, dass ich die beiden Türme um einen Block versetzt gebaut habe. Da war ich sehr amused. Ich konnte den ganzen Turm um einen nach hinten versetzen. Das hat mich etliche Stunden gekostet, weil die Türme waren ja gerade nicht klein. Ihr habt ja das Video vielleicht sogar gesehen von meiner Burg auf Tantoria. Falls nicht, dann, ja, dann anschauen. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und auch etliche andere Bilder. Seht ihr da, was die so gebaut haben. So. Hier setzen wir jetzt auch noch, da ist es mir zu dunkel, eine Fackel. Tja, und ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Oder wartet mal, nein, noch nicht ganz. Vielleicht machen wir noch eine Kleinigkeit, damit ihr wisst, worauf ich hinaus will. So, jetzt aber. Wir wollen nämlich hier noch um eins nach außen gehen. Warum Platz vergeuden, wenn man ihn nutzen kann? Einfach bauen kann jeder. Leo kann nicht jeder. Leo kann nur Leo. Na, da darf ich nicht. Da dürfen wir. Kann ich dann schon das erste Dächlein drauf friemeln? Na, das wird mir gefallen. Schauen wir mal, was dann nächste Folge noch zu machen ist, weil langes Wochenende, jetzt ist Freitag, wo ich die Folge aufnehme. Ich werde mit Sicherheit am Samstag, Sonntag noch eine aufnehmen oder ich mache wieder ein Baututorial, je nachdem, wie mir die Lust steht. Und ich habe ja heute, den Freitag, auch noch Zeit, am Abend ein paar Videos zu machen. Also kommt noch was, aber ich weiß auch nicht was, das kann ich euch nicht versprechen, ja?
Aber es kommt auf jeden Fall was. Und meine Power-Tutorials, ja, es ist nun mal so, ich bin Bilder und das ist eigentlich das, immer das Hauptgestehen auf meinem Kanal gewesen und das will ich natürlich weiterführen. So. Ich würde mal sagen, für diese Folge war dafür eine längere, ist genug geschehen und wir sehen uns gesund und munter in der nächsten Folge. Ach, eine Frage habe ich noch, ich werde es auch auf im Community-Tab schreiben. Facecam, mit Facecam oder ohne, entscheidet ihr. Tschüss und bis zum nächsten Mal, ciao.